Ich darf Ihnen jetzt einmal ein probates Hilfsmittel zeigen, um den Patienten sicher zu beatmen, gerade Patienten, die Sie nicht kennen, wo man sich jetzt nicht Haut zu Haut nähern möchte. Das bietet sich natürlich an, eine solche Taschenmaske zu nutzen. Die ist ganz wunderbar in der Handhabung, denn man setzt sie einfach aufs Gesicht des Patienten, also nur beispielhaft für mich jetzt. Ja, diese Seite ist Ihre, diese Seite ist für den Patienten auf. Sie müssen dann auch nicht mehr die Nase oder den Mund zuhalten, sondern beides wird beatmet. Und es ist, Sie können sich das ungefähr vorstellen, so als wenn Sie eine Servolenkung plötzlich hätten bei der Beatmung. Sie setzen die Maske also dem Patienten auf, von der Nasenwurzel an nach unten, also die Spitze der Maske nach oben. Dann drücken Sie die Maske auf das Gesicht, um es abzudichten. Dann überstrecken Sie ganz normal den Kopf, wie Sie es auch bei der klassischen Beatmung machen würden, und beatmen zweimal.